sofort etwas sagen, wenn ich jetzt aber sage Penny McLean, Discowelle der 70er Jahre und Lady Bomb, dann wird es bestimmt klingeln. Tauchen wir mal so ein bisschen ab in das Disco-Feeling von damals. Wird lustig. Mit dem passenden Urschrei, sehr schön. Silver Convention hieß die Girlband von damals. Und die Mädels aus Deutschland und Österreich, die waren der Überflieger damals in den USA. Sogar einen Grammy gab es. Und jetzt, 40 Jahre später, was ist aus der Band geworden? Auch das wollten wir wissen und haben Penny McLean und Ramona mal besucht. Eigentlich war es nicht viel mehr als ein eingängiger Bass mit einem 6-Wörter-Text. Aber Fly Robin Fly wurde zum Welthit für die Disco-Formation Silver Convention. Vierzig Jahre später sind Penny McLean und Ramona noch immer gut befreundet. Wenn sie sich treffen, lassen sie gerne auch mal die Vergangenheit Revue passieren. Ich erinnere mich an die wunderbare Diskothek, wo hinter der Rückwand Kühe muten. Wir sangen Fly Robin Fly vorne und hinten. Aber da, du hast eins vergessen und wir hatten kurz davor erfahren, dass Fly Robin Fly Nummer 1 war. Und wir hatten diesen Diskothekenjob. Und das waren irgendwie, weiß ich, Kusel oder so, irgendetwas dieser Art. Kusel. Genau. Also wir hatten interessante Dinge erlebt. Die Zeiten, in denen sich die beiden in den US-Charts tummelten, sind lange vorbei. Penny ist schon seit den 80er Jahren als Autorin tätig, hat zahlreiche Bücher über Numerologie und Esoterik veröffentlicht, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Schon in der Schule, ich hatte als Alleinredakteur die Schülerzeitung und habe immer geschrieben, immer, immer. Immer Gedichte, viele, gibt auch ein Gedichtband von mir, alles Mögliche. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal meinen Beruf als Schriftsteller fristen werde. Dass sie ihre Gesangskarriere, deren Höhepunkt sicher der Hit Lady Bump war, zugunsten ihrer Familie beendete, hat sie nie wirklich bereut. Ja und nein, es ist wie wenn man eine Ehe beendet. Auf der einen Seite ist man erleichtert, wenn man sich sagt, es kann was Neues anfangen. Auf der anderen Seite, man nimmt von allem, mit dem man eng verbunden war, schwer Abschied. Ist es nicht so? Und so war es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Alles, was wir wollen auf Erden, wir Ramona war schon vor Silver Convention mit Schlagern erfolgreich. Heute ist sie Heilpraktikerin und sieht Parallelen. Wenn wir auf der Bühne stehen, dann muss ich ja schauen, dass ich die Leute fasziniere. Ich muss sie ja irgendwie kriegen. Und das ist also, wenn du einen Vortrag machst oder wenn ich unterrichte, es ist genau das Gleiche. Es hat keinen Sinn, wenn ich unterrichte und die Leute langweilen sich und nehmen dann ihr Handy raus. Das heißt, ich habe eigentlich denselben Job. Ich muss sie irgendwie kriegen. Seit 40 Jahren bewältigen Penny und Ramona Höhen und Tiefen gemeinsam. Ramona ist Penny auch eine Stütze bei deren Gesundheitsproblemen. Sie leidet seit einigen Jahren unter einer Leberzirrhose. Ja, es gibt heute wichtigere Themen für die beiden alten Freundinnen als die Sangeskarriere. Es ist uns nie langweilig. Wir haben in verschiedenen Kontexten immer interessante Gespräche. Und wir sind füreinander da und wir haben uns halt wirklich auch sehr, sehr gern. Ja. Es gibt keine Katastrophe, mit der wir nicht fertig werden, gell? Nein. Nein? Und wenn, dann meistern wir sie gemeinsam. Ja. Das ist eine feine Sache, eine sehr wertvolle Freundschaft, oder? Ja. Eine Freundschaft, die vor 40 Jahren mit einem eingängigen Nummer-1-Hit begann und noch genauso frisch ist wie der Disco-Sound von damals. Ja, was für Frisuren damals. Ja, und mit diesen Disco-Klängen begleiten wir Sie ins Wochenende, liebe Zuschauer. Das